Herzlich willkommen bei Hangar 18B. Wir stehen heute vor der Zentralbibliothek in Zürich. In dieser Bibliothek sind Originalflugblätter gelagert, unter anderem vom Nürnberger Himmelsspektakel und von der Basler UFO-Nacht. Wenn man sich mit Mythen und Mysterien befasst, kommt man zwangsläufig auf Nürnberg und Basel auf die Flugblätter. Alle die hier gelagerten Flugblätter stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Neben den Themen, die auf den Flugblättern zu sehen sind, ist natürlich für uns auch sehr spannend, wie so ein Dokument, das über 400 Jahre alt ist, ausschaut, in welchem Zustand es sich befindet. Wenn man sich mit dem Thema UFO beschäftigt, dann stößt man früher oder später auf Himmelsspektakel. Das ist ja festgehalten auf dem Flugblatt von Nürnberg von 1561. Wir haben ja schon im 2015 in unserem Video UFO-Briefmarken darauf hingewiesen. Die beiden Flugblätter von Nürnberg und Basel sehen wir in Zürich in der Zentralbibliothek dank Johann Jakob Wick. Er hat diese gesammelt und sind ein Teil der Sammlung Wikiania. An dieser Stelle möchten wir ein herzliches Dankeschön an die Zentralbibliothek aussprechen. Insbesondere an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Wir wurden sehr herzlich empfangen. Danke dafür. In dem uns gleich vorliegenden Original wurde der Text vom Bild des Flugblattes abgetrennt, vermutlich durch den damaligen Besitzer Johann Jakob Wick, aus dessen Sammlung das Flugblatt stammt und der es in einer Art Buchform archiviert hatte. Wir sitzen hier vor einem Originaldruck eines Flugblattes von Nürnberger Himmelsspektakel von 1561. Dieser Holzdruck wurde von Hans-Wolf Glaser hergestellt. Es handelt sich um ein Flugblatt, das damals als Vorläufer der Zeitung gegolten hat und das damals verkauft wurde. Gezeigt wird eine Gegebenheit über Nürnberg. Ging auch unter dem Titel Nürnberger UFO-Nacht ein. Man sieht darauf sehr viele spannende Dinge, die sehr schwierig mit Wetterphänomenen zu erklären sind. Ebenfalls hier gelagert ist ein Flugblatt aus dem Jahre 1566, das die Basler UFO-Nacht zeigt oder das Himmelsspektakel über Basel. Das Ding liegt da drüben, wir schauen das später noch an. Es handelt sich hierbei vermutlich um eines der letzten übrig gebliebenen Originaldrucke. Die Wissenschaft versucht das Ganze mit Wetterphänomenen zu erklären. Warum das aber eher schwierig ist, werden wir euch jetzt zeigen. Das Original, das ich hier bewundern darf, stammt aus der Sammlung von Johann Jakob Wick. Es war gefaltet. Seht ihr den Falz? Es handelt sich hier um einen Augenzeugenbericht. Es wurde dargestellt. Wir haben noch nachgeschaut. Gemäß Wikipedia hat Nürnberg dazumal für rund 40.000 Einwohner. Und anhand von den Erzählungen wurde das gezeichnet, so dargestellt. Wenn wir uns das Ganze genauer anschauen, dann sieht es doch eher technisch aus. Wir haben Säulen hier. Aus diesen Säulen scheinen irgendwelche Bälle herauszukommen. Hier oben hat es sogar eine Säule mit einem Deckel. Und was auch sehr interessant ist, diese länglichen Dinge hier, die sehen fast aus, wie wenn da irgendwas defekt wäre, wie wenn irgendetwas weggeschossen worden wäre. Ebenfalls interessant ist der große schwarze Pfeil hier. Schwierig zu sagen, was das bedeuten soll, ob das ein Mutterschiff war, wenn es sich um UFOs handelt. Dann unten hier, da scheinen gewisse Kugeln abgestürzt zu sein. Die haben ein Feuer verursacht oder zumindest Rauch. Neben den Kugeln sieht man auch Zylinder am Boden, die abgestürzt sind, welche sonst auch im Himmel zu sehen sind. Es gibt ja viele Geschichten über dieses Bild. Ich habe irgendwo mal gelesen im Internet, dass aus den weißen Punkten Kugeln rauskamen. Es sieht aber hier eher so aus, als wären das Beschädigungen. Wenn man sich Gedanken macht, was es denn sein könnte, was hier dargestellt wird, kommt man ziemlich schnell in Verbindung mit der Religion. Gleichzeitig
wurde ein mögliches Wetterspektakel oder durchs Wetter verursachte Gründe angeschaut. Es gibt von 1535 aus Väderölsdalsvatn, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das sollte in Schweden sein, eine Darstellung von einem Wetterphänomen, einen sogenannten Hallo. Denke also, die Leute wussten schon dazu mal, wie das aussieht am Himmel. Und die offizielle Erklärung, was damals in Nürnberg passierte und was zum Flugblatt über das Nürnberger Himmelsspektakel führte, findet sich ebenfalls abgedruckt in einem Text auf dem gleichen Flugblatt. Darin heißt es: Im Jahre 1561, am 14. April gegen Morgen, zwischen Tagesanbruch und darauf, ist an der Sonne, gerade als sie aufging, ein gar schreckliches Gesicht erschienen und zu Nürnberg in der Stadt, vor dem Tor und auf dem Land von vielen Männern und Frauen gesehen worden. Zuerst erschienen mit der Sonne zwei blutrote, halbrunde Striche dahinter, bogenförmig und wieder abnehmende Mond, oben wie unten durch die Sonne schimmernd und auf jeder Seite blutfarben. Ringsherum um die Sonne waren zahlreiche, teils bläuliche oder eisenfarberne, wie auch schwarze, runde Kugeln zu sehen. Weitere von ihnen waren blutrot und zu beiden Seiten der Sonne ringförmig positioniert. Wieder andere erschienen in Dreierreihen. Weitere waren in Quadraten angeordnet. Zwischen letzteren waren blutrote Kreuze zu sehen. Und zwischen all diesen Kugeln und Kreuzen waren blutrote Striemen im Hintergrund zu erkennen. In dieses Bild mischten sich auch geschmeidige, hohle Rohre. Auch waren da drei große Rohre, eines zur linken Hand, eines zur rechten stehend und ein drittes über dem Ganzen. Und in diesen Rohren waren vier oder mehr Kugeln zu sehen. Dies alles hat angefangen, miteinander zu streiten. Die Kugeln seien zunächst in die Sonne hineingeflogen, dann wieder heraus und gegeneinander geprallt. Bald hätten auch die großen Rohre begonnen, Kugeln abzufeuern und einander zu beschießen. Gut eine Stunde lang habe alles miteinander heftigst gestritten und gekämpft und sei dabei vor der Sonne auf- und niedergestiegen und habe sich bis zur Erschöpfung abbemüht. Schließlich seien, wie berichtet wurde, alle Objekte langsam vom Himmel herab auf die Erde gesunken, als wollten sie alles in Brand setzen, und schließlich seien sie mit viel Dampf zu Boden gegangen und hätten sich aufgelöst. Nach diesem Schauspiel sei am Himmel ein gleichförmiger, großer und dicker schwarzer Speer mit Schaft Richtung Osten und Spitze Richtung Westen gesehen worden. Um euch zu zeigen, warum wir glauben, dass es sich hier nicht um Wetterphänomene handelt, zeigen wir euch danach noch ein paar Bilder von weiteren uralten Flugblättern, etwa aus derselben Zeit. Was man zum Beispiel sagen kann, ist, dass die Menschen von damals einen Kometen klar erkannt haben. Wir zeigen euch hier ein solches Flugblatt mit einem Kometen drauf. Ebenfalls hier in der Zentralbibliothek Zürich befindet sich ein Original des Flugblattes über das Basler Himmelsspektakel. Es liegt hier vor mir. Dieses Ereignis hat 1566 stattgefunden. Gestaltet wurde dieses Flugblatt von Samuel Apiarius. Und es zeigt diverse Kugeln am Himmel, schwarze, weiße und eine Sonne mit einem menschlichen Gesicht. Wie bei den meisten Flugblättern ist auch im Basler Fall ein Text aufgedruckt. Die Überschrift lautet: Im Jahr 1566 ist gleich dreimal am 27. und 28. des Heumonats sowie am 7. August gegen Sonnenaufgang und Untergang am Himmel zu Basel eine seltsame Gestalt gesehen worden. Der Text führt dann aus: Während des Jahres 1566 am 27. des Heumonats, nachdem die Sonne warm und lieblich am hellen und klaren Himmel geschienen hatte, hat sie sich gegen Sonnenuntergang, so gegen Abend um 9 Uhr, urplötzlich verändert und eine andere Form und Farbe angenommen. Zuerst hat sie all ihr Strahlen und ihren Glanz verloren, dann wurde sie nicht größer wie der Vollmond und schließlich schien sie Blut zu weinen und die Luft hinter ihr wurde ganz schwarz. So wurde sie von allerlei Volkes Augen über der Stadt und dem Land gesehen. Auf ganz ähnliche Weise hat auch der Mond
der schon fast voll gewesen ist und durch die Nacht geschienen hat, fast rot und blutfarben am Himmel gestanden. Am folgenden Morgen, als es Sonntag war, ist wiederum die Sonne gegen 6 Uhr hervorgekommen und aufgegangen, mit derselben Gestalt, wie der sie zuvor unter und zu Bette gegangen war. Sie hat die Häuser, Gassen und die Umgebung angeschienen, als ob alles feuerrot und blutig wäre. Weiter, am 7. August gegen Sonnenaufgang und ein wenig davor, sind am Himmel viele große schwarze Kugeln gesehen worden, welche vor der Sonne mit großer Schnelle und Geschwindigkeit umherflogen und gegeneinander prallten, als ob sie einen Streit führten. Etliche davon wurden feurig rot, zerfielen alsbald und verloschen dann. Überaus spannend an diesen Dokumenten ist natürlich auch die Tatsache, dass wir es hier mit über 400 Jahre alten Originalen zu tun haben, die sich in einem eigentlich noch sehr guten Zustand befinden. Alle Flugblätter, die ihr hier seht, stammen aus einem Buch. Total hat es 7 Bücher davon in der Zentralbibliothek Zürich. Und in dem einen Buch waren rund ein Drittel Flugblätter über Himmelsphänomene. Sehr spannend. Hier ein schön koloriertes Flugblatt, das den Mond mit Gesicht zeigt, der Feuer speit. Kometen waren definitiv schon bekannt zu jener Zeit, auch das Wort ist hier abgedruckt auf diesem Flugblatt. Ein zweites Flugblatt zur Erklärung dieses Kometen zeigt seine Flugbahn durch unser Sonnensystem. Wenn wir uns dieses Flugblatt anschauen, das könnten durchaus Nordlichter gewesen sein, die die Leute damals gesehen haben. Die Darstellung ist aber auch ein klarer Unterschied zum Nürnberger Himmelsspektakel. Bei diesem Flugblatt sieht man eine Art Kampf am Himmel. Dargestellt wird das durch menschliche Formen, durch Menschen oder Götter, die sich da bekriegen. Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Meteoriten. Man sieht einen Körper mit einem feurigen Schweif und weiter hinten dann die Absturzstelle mit dem Feuer, das er entfacht hat. Hier haben wir ein Flugblatt, benannt Drei Sonnen. Hier ein Flugblatt von 1564, das ganz ähnliche Röhrengebilde zeigt wie auf dem Nürnberger Flugblatt. Und jetzt kommt noch etwas ganz Verrücktes. Auch diese Darstellung oder diese Erzählung handelt vom Teufel. Wir kennen das ja von den Kornkreisen. Die erste Veröffentlichung über Kornkreise fand auf einem Flugblatt statt, sehr ähnlich wie wir es hier haben. Darauf hieß es, der Teufel hätte Zeichen ins Feld gestampft oder getrampelt. Und wenn wir dieses Flugblatt anschauen, hat es doch eine gewisse Ähnlichkeit mit Erzählungen von Entführungen durch Außerirdische. Damals war halt der Teufel für alles verantwortlich.